Hallo meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder zurück zu ETS 2 Multiplayer. Zusammen mit Clicky. Hallo. Hi. Gab's denn sonst so irgendwas aus Ihrer Woche? Oh, abgesehen. Was ist denn Baustelle? Pass mal ein bisschen auf, Junge. Ja, war ja. Hatte ich den Silber geblendet? Was ist los? Ja, ja. War aber rot bei mir. Bei mir ist gerade grün geworden, wo ich doch zugefahren bin. Achso, nö, war rot halt die ganze Zeit, aber ist ja eh wieder klientabhängig. Was wollte ich? Ja, neben der Geschichte, dass ihnen Alu-Platten aufs Knie und auf den Fuß gefallen sind, gab es sonst... Latten, die Spiegelbretter. Ja, Latten. Und gab es da sonst noch irgendwas, wo sie jetzt hätte sagen können, müssen wir mal drüber reden, oder das war wieder so typisch, ich hätte so umgefahren? Nö, also so bin ich ja nicht drauf mit umfahren. Ich schrei lieber erstmal. Das tut keinem weh. Ich habe mir eine neue CD gemacht gehabt. Hat mich schon sehr beruhigt und wach gehalten. Was ist Goethe? Ja, Goethes Faust immer. Dann ja der Prinzen. Was sind die Prinzen? Nur was er schon immer hört. Ja, nee, ich habe in der Nacht kommen ja immer Hörspiele. Ah. Auf RDL Radio und auf irgendwie Antenne Thüringen. Auch manchmal was. Das war ganz interessant. Da war irgendwie das vom... wie hieß es? Vom Roten Tod irgendwie sowas. Dann kam immer das Phantom der Oper. Vom Roten Tod hört schon so an wie so ein antikommunistischen Film. Nee, das war dann... war irgendwie so. Und da... das vom Roten Tod habe ich glaube ich sogar versucht. Dachte ich mir, jetzt probierst du das mal aus, ob Shazam das weiß, was das ist. Ja. Ja. Sam kennst du? Nee. Sehr schön. Wir sind das ganze Tag irgendwo unterwegs im Netz und kennst Sam nicht. Das ist das Programm, was du auf deinem Handy startest, wenn du im Radio einen Musiktitel hörst. Ach ja. Du ihn gerne hättest, aber weißt nicht, wie er heißt. Okay. Das funktioniert auch nicht überall, weil ich habe gewisse Dinger gefunden. Alter, da sagt das. Ja, wir haben das leider nicht richtig gehört. Ich weiß schon, zum dritten Mal hintereinander hat es leider nicht richtig gehört. Ich habe das Radio voll aufgerundet. Und, aber da habe ich das gemacht und das Schöne ist ja, wenn du das gesamt hast, steht erstmal da, wann du das gemacht hast. Und dann steht da, wie viele Leute das insgesamt auch schon mal gesamt haben. Das ist bei Durchschnittsstars halt 100.000 Mal. Und bei dem dachte ich, du guckst du mal und zack, da stand da ein gesamt, da war ich der Einzige. Der hat das nämlich gefunden. Okay. Ja, der hat das Hörbuch gekannt. Fand ich nicht schlecht, dachte ich, oh schön, bist der Einzige. Die bringen ja dann nur verschiedene Akte, weil so ein Hörbuch geht ja auch hübsch ein paar Stunden und die machen das ja meistens nur eine Stunde in der Nacht oder so. Also. Naja, ist aber ganz cool, so das unterhält auch. Ja, und die CD, die ich gemacht habe, auch da habe ich so ein bisschen Rock gemacht, weil ich da... Wann war das, wo ich die lange Tour gefahren bin? Rück zu letzte Woche, das war Samstag früh. Wo ich auch dann wieder ausladen musste noch, aber ein Ohrdruf diesmal in Leipzig. Da kam auch was und da kam ja diese Rocknacht oder was das war. Ich glaube, das hatte ich das nicht letzte Woche schon erzählt. Da war das so, dass das. Also, da war was echt Interessantes dabei. Zum Beispiel von In Extremo, das Gaukler und das wollte ich halt unbedingt haben. Und ach, das kannte das natürlich auch nicht, ne? Aha. Ah. Aber In Extremo ist ja nicht mehr bekannt, wie sie. Ja, aber das Lied an sich nicht. Ach so. Und ja, dann haben wir. Das habe ich da drauf geschmissen und ja, so ein bisschen Trap-Zeug, weißt du? Das fand ich ganz cool. Oh, das wird wahrscheinlich zu eng, ne? Gesundheit. Oh, jetzt hat gerade bei mir im Hintergrund irgendwas gepiept, dass er ein Virus gefunden hat. Bestimmt das Scania DLC. Nidler. Ja. Ich habe schon gedacht, was ist Pokémon gefangen. Das ist Pokémon-App, obwohl die habe ich schon nicht mehr drauf. Die habe ich jetzt gleich aufs Handy gezogen. Ja, musst du tanken? Können wir machen, ja. Weil ich nicht. Machen wir mal wegen Anhalten. Ach so. Okay, da rutscht ein bisschen weiter, wenn ich einfach nur die Handbremse ziehe. Ja, ja. Rückwärtsgang. Oh,
Ja, aber warum verdeckstle? Ja, nun halt das Trap-Zeug und so ein bisschen und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Es sind nicht viel Lieder, es sind 20, 30 Stück oder so. Bisschen was hier, das ist eine von Breaking Benjamin, dann das neue, vom neuen Album von Lacuna Coil, das Delirium. Mhm. Recht geil, wie Alte da so schreit und so, das ist halt der neue, also das ist quasi das Album direkt. Das hab ich noch drauf gemacht, was war's noch? Och, es war so ein bisschen was. War wieder eine ganze Woche damit hin? Ich höre mir das ja sehr oft an. Das ist ja so, wenn ich da einmal so ein Lied gefunden habe oder so ein bisschen Musik gefunden habe, ich höre das dann sehr gerne und sehr oft. Okay. Das könnte auch daran liegen, ich kann ja auch sehr viel Musik auswendig. Ne? Ob das jetzt ja NDW ist, ne? Das ist ja ne? Durch Disco-Zeiten und so, das habe ich privat nie gehört, trotzdem kann ich es auswendig. Mhm. Egal was da kommt, aber und genauso ist es mit normalem Zeug jetzt, von dem was ich Fan bin oder so, jetzt ob das da wie Slipknot ist oder Rammstein, das kann ich ja auch auswendig. Das ist dann, wenn ich da immer sowas mag, dann höre ich das wirklich sehr, sehr oft. So, dann kannst du sagen, am Tag höre ich dann so einen Titel, also ich mach halt die CD dann durch, wenn das so ein Album ist mit 20 Liedern, was weiß ich, da höre ich das Album halt am Tag dann durchs Fahren 4-5 Mal durch. Hm, hm. Ja, das ist nicht so, dass ich alles immer anhöre, alles klar, war schön, stell ich in die Ecke. Hm. So ist es dann nicht. Also, das ist aber so ein Ding, nicht weil ich das jetzt auswendig lernen möchte oder so, das kommt ja dann ganz automatisch. Hm, hm. Ja, wenn du es dann ein Stück ein paar Mal gehört hast. Das ist einfach so, wenn ich das dann gerne höre, dann läuft das. Obwohl die jetzt zum Beispiel bei dem Trap, da tust du ja nichts auswendig lernen. Das ist ja klar, ne? Das ist ja nur wie elektronische Musik. Ja, ja, ne, Trap kenne ich ja. Ist sehr gewöhnungsbedürftig. Oh ne, finde ich aber geil. Also das ist gerade so, wenn du jetzt mit dem Auto schön fährst, Fenster runter, schön langsam durch die City und dann volle Esse aufgerobbt. Ich hab so geil. Bei 85, 86, 89 irgendwie sowas bin ich da. Was? Tempomat. Ja. Weil ich sehe, dass ein Punkt wieder reinkommt, deswegen nicht, dass du jetzt da überrascht bist. Ich bin nicht überrascht. Also. Ich brauch das gar nicht so. Ich sehe von Weitem schon das Bling Bling. Also. Da halte ich schon Abstand. Wenn das vorne so ein Gangster-Rapper fährt und Warnblinke gibt. Ach ja. Ah, das ist schon wieder Maut. Ja, ist klar, wir sind ja eben durch ein Tor reingefahren und jetzt fahren wir durchs nächste wieder raus. Jetzt müssen wir wohl zahlen. Ach, das ist schrecklich, warum die hier nicht zwei LKWs häufigen. Das ist doch für LKWs, die ganze ja, Zeit. Ja, aber halt wie in Skandinavien halt. Dass du ja durchfahren kannst, also elektronisch. 19 Euro. Weil wo gibt's heute Tag noch Maulstellen, wo du anhalten musst? Gibt's noch. Ja, aber jetzt zu so Deutschland, Österreich, Schweiz definitiv nicht. Nee. Ja klar, wir sind ja jetzt auch so. Also, das hat ja nichts mit der EU also oder so zu tun. Na, die Grenzen sind ja trotzdem offen, da geht es ja nur um die Maut, du wirst nicht kontrolliert, du hast keine Zollbestimmung oder so. Ja, aber ich kann mich halt auch noch daran erinnern, wo, gut, das war halt noch die Schulzeitenabschlussfahrt, wo wir da in Italien da halt waren, auch halt Autobahn, oder was man bei denen dort Autobahn nennt, und dann halt, weißt du, dann übelster Stau aufkommen, weißt du, wo dann halt diese Mautdinger da sind, weißt du, und dann mit ihren Schranken und da hier prüfen oder irgendwas oder whatever, ne, das ist ja keine Ahnung. Das hast du schon noch, also bei Crip, vielleicht ja, hast du das gesehen, da haben die so eine Challenge gemacht mit so alten Rostlauben quer durch Europa, billig gekauft, weißt du, und da hast du Italien und so, hast du das immer, aber da sitzt halt keiner mehr, das sind nur Automaten, da musst du deine Kohle rein, der wechselt auch, zum Glück. Und da sagt sie dann nur an, da kriegst du halt ein Ticket und beim nächsten Mal wieder rausfahren dort irgendwo, steckst halt das Ticket rein, so wie im Parkhaus halt. Mhm. Ja, da zeigt sie dann halt die Strecke oder was du dann gefahren bist. Und dann bezahlst du das und dann geht die Schranke auf und dann fährst du weiter. Ja, das ist ja auch eine Verkehrsbeeinträchtigung sondersgleichen, weil du bremst ja den Verkehr im Endeffekt. Ja, Autofahrer kontrollieren bei LKW, das ist nur bei uns in Deutschland so, dass wir das Toll-Collect-System haben, dass das automatisch, ich kann mich quasi in meinen LKW reinsetzen, kann losfahren und in Deutschland, die ganzen Autobahnen, das wird automatisch oben übers GPS und übers Mautgerät abgerechnet. Das geht einfach nur piep und dann rechnet er das ab, ne? Und der Chef kriegt dann quasi die Rechnung. So, wenn du jetzt aber ins Ausland fährst, da brauchst du diese kleinen komischen Geräte,
ne? Oder als Pkw-Fahrer brauchst du ja dann Vignetten und so, du musst immer dann anhalten. Wenn bei mir das Maltgerät kaputt ist, dann muss ich in die Tankstelle gehen, meiner Toll-Collect-Karte, muss mich dort eintragen, wer ich bin, was ich tue, was ich vorhabe und dann eintragen, von welcher Stelle ich an dieser Autobahn fahren will, bis wohin. Also du musst die Nummern der Abfahrten kennen, weil du gibst dort keine Dings ein, keine Namen oder so. So, und das musst du genau wissen. So, und dann gibst du das ein und dann steht halt da, dann kriegst du so einen Zettel und dann steht halt da, von wann bis wann du das fahren darfst. Okay. Also, du hast dann noch 5 Minuten Zeit, dann solltest du losfahren, dann hast du in den nächsten 3 Stunden Zeit, das zu fahren. Mhm. Je nachdem, wie lang das ist, ist klar, ne? So, und wenn du es nicht machst, dann entfällt das natürlich. Du bezahlt hast es aber schon. Ja, das war, ich habe das so manchmal, damals hatte ich ja auch mal das Problem mit dem Mautgerät. Ich habe das dann manuell einbuchen lassen. Zum Beispiel habe ich Dispo angerufen, habe gesagt, hier, von da bis da. Weil ich da immer die Nummern habe, da habe ich gesagt, weiß ich nicht, guck bei Google Maps nach. Nein, die sitzen vor dem PC, die wissen das. Die können das ja, lässt sich ja leicht rausfinden, bevor ich ja anfange da zu gucken oder so. Oder mit dem Handy vielleicht noch, mit langsamem Internet, Gottes Willen. Ja, und hat die das eingebucht, hat sie gesagt, oh, in 5 Minuten kannst du dann fahren, bis da und dahin, alles klar. Das geht auch. Ja, aber theoretisch haben wir das ja sehr bequem in Deutschland. Wir haben die Geräte drin, die sind vom Werk aus so, die waren direkt für Deutschland so angefertigt. Egal welcher Hersteller das ist. Ja, und dann kannst du einfach fahren. Ja, das aber ist dass sehr du Auto, System. Also dass du Kilometerstände, also nicht Kilometer, also hier solche Meilen, wie nennt man das? Diese Dinger, wo du gesagt hast, ja, diese Streckenpfosten, hier sind die da, oder? Oder Streckenkilometerstand. Ja, ja, du hast auf der Autobahn immer solche Dinger, wo dann halt diese Zahlen halt draufstehen. Wie sind die denn? Ha. Streckenabschnittsgedöns oder was? Ja, du siehst das, ja, wenn du jetzt 300 Meter vor der Abfahrt bist, siehst du die Zahl von der Abfahrt, ja. Achso, das sollst du dir merken. Also, das sollst du auswendig kennen, wenn du sowas manuell ausfüllen musst. Theoretisch, ja, du weißt ja, wo du abgefahren bist oder was jetzt, wo du jetzt gleich auf der Autobahn fahren willst, wenn du davor stehst, angenommen. Dann müsstest du das wissen, oder guckst halt im Atlas nach, da steht's auch drin. Okay. So, das Mautgerät zeigt dir dann oben auch an. A5-14, halt auf der A5, Ausfahrt 14. Und den Preis berechnet er automatisch, weil das ja schon bei dem im System eingegeben ist. Das, was weiß ich, von der 15 bis zur 14 sind's 3 Kilometer und dafür berechnet er dir 40 Cent. Das weiß er dann schon ganz an alleine. Da kannst du dann noch Kostenstellen eintippen im Mautgerät. Je nachdem, wenn du dann für verschiedene Anbieter fährst oder Subunternehmer, dass du das einzeln abrechnen kannst. Und du musst ja auch zum Beispiel verändern, wenn ich jetzt meinen Auflieger abstelle und fahre dann noch ein Stück und da habe ich Maut dabei, dann muss ich reingehen ins Gerät, muss die Achsen auf 2 Achsen stellen, also von 5 auf 2 Achsen, dass ich dann weniger Maut quasi bezahle. Beim Fahren, ne? Und da gibt es noch so viele Unterpunkte da oben drin, ob du in Deutschland bist, dann musst du eingeben. Ach, da gibt's Haufen Zeug so. Ja, was bringt's dir? Aber was bringt's dir dann? Achso, na gut, fürs Ausland hast du gesagt, brauchst du nochmal separate Geräte, da taucht dieses Easy Collect nichts. Toll Collect. Ja, Toll nee, Collect. Weil da haben wir Toll Collect, da haben wir auch überall diese Rahmendinger da auf der Autobahn. Die überprüfen, wie lang ist das Fahrzeug, wie viele Achsen hat das Fahrzeug, sofort beim Vorbeifahren. Und die wissen nur gleich, bezahlt er Maut oder bezahlt er keine Maut. Dann wissen die sofort. So ähnlich wie mit der Fahrerkarte oben, da was du da alles eingeben kannst, auch wenn du das Schiff fährst und so, da musst du Hafen eingeben. Was war das? Das ist eine sehr gute Frage, war auf jeden Fall das Handy. Aber ein sehr seltener Ton. Vielleicht hast du einen Pokémon gefunden, Junge, ran ans Gerät! Ja. Nee, WhatsApp. Der Pat von BCE, habt ihr das mit Hitcher hinbekommen? Der macht sich Sorgen. Ja, Hitcher ist jetzt schwanger. Aha, ich dachte, wir wollten ihn als Geisel nehmen. Zum Beispiel. Und die gesamte Gaswasser-Scheiße-Industrie erpressen. Und wenn ich die Fliesen nicht für 5 Euro kriege, dann nehme ich das Rohr auch nicht mit dazu. Yeah. Ja. Hitcher vielleicht für die ihn kennen und das hier anschauen. Der hatte letzte Woche Geburtstag. Genau. Was zartet, glaube ich, 47 50. oder 48, oder nicht 50. Es tut fei weh in der Seele, wenn du so als so ein Alter dann mal hast und jemand sagt, du bist doch 50. Wahnsinn.
Damals hast du dich vielleicht noch gefreut, würde ich gesagt, hey, jetzt kann ich endlich Moped fahren, ich bin 16. Aber dann später ist es jedes Jahr, was dann verrinnt quasi. Ja, weißt du, es geht ein Jahr näher an Tod, Mann. Das klingt zwar jetzt ein bisschen Dings, man kann es so positiv sehen, ha, es geht ein Jahr näher an der Rente, aber wenn man mal selber durchrechnet, was man in der Rente dann verdient, dann möchte man die Rente nicht. Ja, weil das ist ein Hungerlohn. Da kannst du am Ende immer noch sagen, also klar, Hartz IV ist dasselbe. Am Ende. Ne? Oder du kriegst dann was zugesteuert, aber ich glaube, die Folge ist so vorbei und ich rede schon wieder viel zu viel. Jetzt ist gerade die Folge vorbei, aber es hätte auch gepasst. Bis wir in das Alter kommen, gibt es da eh nichts mehr vom Staat. In dem Sinne, wir sind erstmal... Es gibt noch Ideen und wir können euch weiter was präsentieren. Genau, in dem Sinne sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn ihr mich das Däumchen da lasst, nicht vergessen. Und bis dann, Alter, tschüss. Tschüss und alles Gute.